Mein Plan war ja eigentlich nächste Woche beim Ironman auf Mallorca zu starten. Und da der abgesagt wurde, habe ich mich umentschieden und kurzerhand entschlossen, heute beim Wings for Life Run zu laufen und dann für Spenden fürs Alsbachtal zu sammeln. So, Freunde, auf die Plätze, fertig, los! Als ich Kilometer 42 dann überschritten habe und bei Kilometer 43 auf einmal mit Luftproblemen und Seitenstechen und Muskelkrämpfen zu tun hatte, ja, da wurde es dann auf einmal anstrengend. Und für einen guten Zweck bin ich dann doch nochmal bei Kilometer 43 aufgestanden und weitergelaufen. In der App selber, die ich beim Start direkt gestartet habe und auch den ersten 2-3 Kilometer immer wieder kontrolliert habe, wo alles richtig lief, gab es dann doch einige Probleme mit dem Server, weshalb viele Ergebnisse verfälscht sind. Im Nachhinein gab es dann vom Veranstalter auch direkt das Formular, wo man dann seine gelaufenen Kilometer eintragen konnte mit den Zeiten und über die GPS-Uhr konnte man dann die Werte hochladen. Ich bin 50,2 Kilometer gelaufen, damit sind die 50 Kilometer geknackt gewesen. Im Ranking weltweit hat man mit über 50 Kilometern die Altersklasse 18 bis 25 gewonnen und ist bei dem Gesamtfeld unter die Top 100 gelaufen. Ja, am Anfang, als ich die Spendenaktion ins Leben gerufen habe, habe ich mit einer Spendensumme so um die 2000 Euro vielleicht gerechnet. Jetzt sind wir schon bei weit über 3000 Euro angekommen. Damit habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Das macht mich total stolz einfach, dass man so viele Leute damit erreichen konnte. Ja, einfach weiter spenden und vielleicht knacken wir ja noch die 5000 Euro Marke.